Interview und Analyse zum fünften Rennen. Das fünfte Rennen, neue Heimatrennen, gleich zwei Starter aus dem Stall Ortner am Ablauf. Chef selbst da ans Ortner steuert Victorius. Nummer eins mit ihm, immer ein bisschen ein Risiko, aber das muss man gehen, weil immer von außen, das funktioniert nicht. Auf 600 Meter auf jeden Fall und er kann gut anfangen. Und ich glaube, auch wenn er nichts bringt, er hat zwar jetzt lang pausiert, kann er für eine Überraschung sorgen mit der Nummer 1. Der CCO läuft in guter, konstanter Form. Für mich ist er jetzt einmal zumindest in dieser Garnitur für den Sieg fällig. Wenn der Rennverlauf sich günstig aufspielt, ist das durchaus möglich, oder? Ist es durchaus möglich, weil er auch recht trabsicher ist. Und wenn das Rennen recht flott wird von Haus aus, was es wahrscheinlich wird, kann man vielleicht als Speed dann ja, weit vorne sein.